So, in diesem Fall darf ich Ihnen etwas erzählen über etwas, das sich vor 100 Jahren ereignet hat. Nämlich im Jahr 1923 wurde das Barockmuseum im unteren Belvedere eröffnet. Das Ganze hat seine Basis in der Neuordnung der staatlichen Museen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Aus den kaiserlichen Sammlungen wurden staatliche Sammlungen und erstellt wurde dieses Konzept vom Kunsthistoriker Hans Dietze. In erster Instanz galt es damals eben einmal das Barockmuseum im unteren Belvedere einzurichten. Im Jahr darauf, 1924, folgte die Galerie des 19. Jahrhunderts im oberen Belvedere. Also es wurde damals eben sehr wichtige Arbeit geleistet. Was für das untere Belvedere maßgeblich ist, das war insofern ein Kraftakt, weil es waren erstens einmal wirtschaftlich schwierige Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt eben entsprechend Objekt zusammenzubekommen, diese auch einer entsprechenden Präsentation zuzuführen, also es musste natürlich eben auch für die bauliche Instandsetzung Geld herbeigeschafft werden und so darf ich Ihnen sagen, es hat genau 11 Monate gedauert, bis dieses Museum letzten Endes eingerichtet war. Warum war das Interesse für die Kunst des Barock in Österreich besonders groß? Das beginnt schon im ausgehenden 19. Jahrhundert, als es zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit kam. Und einer der Proponenten war Albert Ilk, der damals eben auch in den kaiserlichen Sammlungen im unteren Belvedere, wo damals noch im späten 19. Jahrhundert die Ambrasser-Sammlungen untergebracht waren. Er war hier tätig und hat eigentlich eine sehr rege Publikationstätigkeit entfaltet. Er hat zum Beispiel geschrieben zu Prinz Eugen als Kunstfreund. Das ist eben genau für unser Haus eine sehr wichtige Publikation. Er hat publiziert zu Georg Raphael Donner, zu Johann Bernhard Fischer von Erlach, aber eben, das ist auch wieder fürs Belvedere wichtig, etwa auch zu Franz Xaver Messerschmidt. Und das sind ganz entscheidende Publikationen, wo man immer wieder mit Ehrfurcht hineinsieht, wenn man bedenkt, im späten 19. Jahrhundert ohne jegliche elektronische Datenverarbeitung mit Recherchmöglichkeiten namens Bibliothek und Archiv, aber eben nichts online, eben was er im Laufe seines leider nicht zu lange währenden Lebens wirklich bewerkstelligt hat. Sie sehen auf der rechten Seite auch einen Einblick eben in die Ambrasser-Sammlung und im Hintergrund sehen Sie ganz klein diese Bildchen, das ist die Porträtgalerie, die heute noch im Obergeschoss vom Kunsthistorischen Museum ausgestellt ist, eben im Rahmen des Münzkabinetts und das sich eben damals im unteren Belvedere befunden hat. Wenn ich nun sage, es waren wirtschaftlich schwierige Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, also da gibt es so Stichworte wie etwa Kriegsanleihe, das heißt eben auch viele Private hatten ihr Geld verloren. Der Staat, der neu gegründete kleine Staat Österreich lag da nieder, aber trotzdem herrschte eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und da ist natürlich immer die Frage, man will ein Barockmuseum gründen, aber woher kommen die Objekte? In erster Linie greift man natürlich auf das zurück, was bereits vorhanden ist. Sie sehen hier 3 Werke, also von Sambach, der Entwurf für das Altarbild links, bereits 1912 angekauft. Und 1912, da hat es etwas auf sich mit diesem Jahr. In diesem Jahr wurde nämlich die KK Österreichische Staatsgalerie gegründet. Das heißt, eben so etwas aus der modernen Galerie zuvor bestanden hat, hervorgegangen ist. Und ab 1912 sollte dezidiert auch mittelalterliche und barocke Kunst gesammelt werden. Und eben genauso im Jahr 1912 ist es auch wirklich losgegangen damit. Eben dieser Altarentwurf von Caspar Franz Sambach, dann eben ein nun Paul Droger zugeschriebenes Werk
Ebenfalls im Jahr 1912 erworben, und zwar bei der Galerie Dr. Otto Fröhlich hier in Wien. Das ist eine Galerie, mit der gerade in den Anfängen des Ausbaus der Sammlungen sehr rege Kontakte bestanden haben. Es ist natürlich schon auch, dass man sieht, welche Händler hier in Wien zu welcher Zeit eine entsprechende Kompetenz hatten für das, was gesucht war. Es war eben noch nicht zu weit etabliert. Und dann der erste Charakterkopf von Franz Xaver Messerschmidt, der 1915 in München erworben wurde. Ich sage also, den zitiert der erste, der eben auch von einem Händler erworben wurde. Es gab schon welche in staatlichem Besitz, die waren eben sozusagen im heutigen Mack, wurden dann erst später übertragen. Und da ist da schon eigentlich ein ganz schönes Panoptikum gegeben, wie die Sammlung aufgebaut wurde. Was aber dann immer wieder hineinspielt, ist, es gab zwar seit Jahrzehnten schon die Kunstgeschichte als Disziplin, Albert Ilf, auch andere haben langsam aber sicher die Kunst des Barock in Österreich entdeckt, das Ganze beforscht. Was wir uns aber immer vor Augen halten müssen, ist, man hatte zwar schon die Methode der Fotografie, aber eben sozusagen also Vergleichsbeispiele zu erhalten auf diesem Wege war schon kompliziert. Und auf der anderen Seite Publikationen, andere Formen der grafischen Reproduzierung, das war alles sehr kostspielig. Das heißt eben, man musste auch ein sehr gutes Bildgedächtnis haben, um entsprechend das Ganze umsetzen zu können. Ja, also ein Beispiel auch einer frühen Erwerbung, wo eben, sage ich mal, noch eben genau diese Kompetenz im Stilerkennen vielleicht gefehlt hat. Das ist eben links dieser wohl auch Entwurf für ein größeres Gemälde von Domenico Antonio Vaccaro. Und ich habe dort notiert, frühere Zuschreibungen an Daniel Gran. Daniel Gran war ein Künstler, der über lange Zeit im frühen 18. Jahrhundert in Italien ausgebildet wurde, daher auch so einen italienischen Stil als gebürtiger Österreicher nach Österreich zurückgebracht hat. Das war immer auch so ein Grund, ihm gewisse Dinge zuzuschreiben. Und später ging es dann über zu Anton Kern, einem Künstler, der aus dem Gebiet des heutigen Tschechien stammte, später dann nach Dresden gegangen ist und der ebenso Studien in Italien absolviert hat. Das heißt, man hat immer versucht, in dieses Bild des österreichischen Barock auch manches, was ein italienisches Erscheinungsbild hatte, förmlich ein bisschen hineinzuzwängen. Also man hat immer noch eine Begründung gesucht, dass, wir sprechen nämlich vom österreichischen Barockmuseum, so etwas enthalten sein durfte. Im Fall also von dem Vaccaro, den führen wir selbstverständlich heute auch so. Und das war eine ganz interessante Entdeckung, einmal, sage ich mal, ein Zufallshinweis. Da gibt es große weiße Kunstbände aus Italien vom Elektra Verlag. Und eben in einem dieser vielen Bände ist dieses Bild als in Schwarz-Weiß publiziert und dann noch dazu mit der Angabe unbekannter Verbleib. Also es kursierte ein Foto und es war nicht einmal klar, dass das bei uns im Museum befindlich ist, weil es eben auch nicht ausgestellt war. Rechts ein Bild, das vor ein wenigen Jahren durch eine Sonderausstellung im oberen Belvedere in den Fokus gerückt wurde, und zwar von Mildorfer, das Altarbild aus der Hundsmühle in Schwechat. Und dieses Bild ist eben, als dort Renovierungsarbeiten erfolgt sind und ist eben damals schon eben noch zu Kaiserszeiten auch den Vorform, nenne ich jetzt das Denkmalamt, bereits existiert hatte. Und der damalige Besitzer, der Brauereibesitzer, Brauereiunternehmer Anton Dreher, sich entschieden hat, wenn er quasi schon alte Gebäude niederreißt, dass er dann eben sozusagen dieses Bild, das wurde damals eben schon sehr gewissermaßen kritisch besprochen, aber dass er dieses Bild eben der KK Staatsgalerie geschenkt hat.
Was noch immer für unser Museum allgemein sehr wichtig war, waren wohltätige Menschen, die uns einerseits gerade in der Frühzeit mit finanziellen Beträgen geholfen haben, andererseits eben auch Menschen, die direkt den Ankauf von Kunstwerken unterstützt haben oder Kunstwerke geschenkt haben. Im linken Fall wieder so ein Beispiel eines getarnten Italieners. Sage ich noch was dazu, dass eben aus dem Nachlass von Oswald Kutscherer-Woborski zu uns gelangt ist, so wie auch andere Objekte. Oskar Kutscherer-Woborski war ein Kunsthistoriker, der sehr früh verstorben ist an etwas, was damals eben ein großes Problem darstellte, da er sehr schwer zuckerkrank war. Eben man hat dann dieses Werk der österreichischen Galerie, die sie dann schon war, übertragen, in der Meinung, dass es ein Werk von Antonio Bellucci war. Und Antonio Bellucci war einer jener italienischen Künstler, die als Wanderkünstler sehr viel im Ausland, das heißt eben auch in Österreich, in Wien konkret, etwa beim Fürsten Liechtenstein, gearbeitet haben. Also das war eben so wieder der Deckmantel. Ein Bellucci darf auch in Richtung des österreichischen Barockmuseums wandern. Heute wissen wir, dass es eben aus dem neapolitanischen Kunstkreis kommt und ist Francesco de Mura zugeschrieben. Und dann natürlich rechts sehen Sie ein wirkliches Hauptwerk unserer Barocksammlung von Johann Georg Platzer, Samsons Rache, also wirklich auch eines der wichtigsten Werke des Künstlers, das eben ebenso damals mit Blick auf das zu eröffnende Barockmuseum in einem großzügigen Akt gestiftet wurde. Ein sehr großer Bestand kam natürlich aus den alten kaiserlichen Sammlungen. Da habe ich jetzt eben ein paar Beispiele ausgewählt. Links eine der vier Darstellungen aus der Reiherbeize von Laxenburg von Johann Christian Brandt. Und diese vier Gemälde im oberen Belvedere nach wie vor ausgestellt, wurden zur Ausstattung von Schloss Laxenburg in Auftrag gegeben zu Zeiten Maria Theresias und sind eben damals mit der Gründung des Barockmuseums aus Schloss Laxenburg übertragen worden. Das heißt, die sind direkt in unser Inventar übernommen worden. Dann eben die bereits erwähnten Charakterköpfe. Hier eben einer der Köpfe, die in zwei Tranchen insgesamt aus dem MAC übernommen wurden. Das ist ganz interessant, dass hinsichtlich dieser Köpfe damals nicht gefeilscht wurde, sondern dass die eben inventarmäßig übergeben wurden. Es waren andere Werke, nämlich auch aus dem MAC in der Anfangszeit des Barockmuseums im unteren Belvedere, wo es etwas verwunderlich ist, dass die nur als Leihgaben übergeben wurden. Und da gibt es eben also nach wie vor eben den Schriftverkehr in unserem Archiv, wo eben der damalige Direktor des MAC also begründet, warum er das nicht abgeben möchte. Aus heutiger Sicht, wie gesagt, die Charakterköpfe, die sehr viel mehr Popularität erlangt haben als andere Kleinskulpturen oder Plastiken, etwas, was eben auch mit unserem Haus, mit der Barocksammlung wirklich verbunden wird. Die waren ja zuvor auf Betreiben von Camillo Sitte mehr oder minder als Studienmaterial für die Staatsgewerbeschule erworben worden aus privatem Besitz und sind dann aber wieder in Vergessenheit geraten. Nachdem sie aufgefunden waren, hat man sie eben dem MAC übergeben und letzten Endes sind sie dann eben bei uns gelandet, Gott sei Dank. Dann natürlich, wenn ich sage, die alten kaiserlichen Sammlungen, habe ich jetzt zwei Gemälde hier ausgewählt. Ein Stillleben von Franz Werner Damm, wie auch eine Gesellschaftsszene von Franz Christoph Janek, die quasi ins Belvedere zurückgekehrt sind. Denn es war ja ab 1776 die kaiserliche Galerie im oberen Belvedere untergebracht. Das heißt eben, dass vor allem die Gemälde, die heute im Kunsthistorischen Museum zu sehen sind, sich schon einmal im Belvedere befunden haben. Sprechen wir von Tizian, von Rembrandt, von Rubens.
Und parallel dazu war natürlich auch im zweiten Stock damals die deutsche Schule untergebracht, sprich eben alles, was deutsch sprechend war. Und dazu zählten auch diese beiden Gemälde. Das heißt eben, die sind damals, muss ich jetzt betonen, zuerst leihweise der Staatsgalerie überlassen worden vom Kunsthistorischen Museum und erst nach dem Zweiten Weltkrieg inventarisiert. Also das ist auch so ganz merkwürdig von den Zugängen. Auch heute nicht mehr nachvollziehbar, wo wird etwas wirklich übergeben, wo glaubt man quasi an die Unendlichkeit dieser neu gegründeten Institution oder Teilinstitution und wo herrschte vielleicht auch ein bisschen Skepsis. Diese 11 Monate, in denen das geschehen ist, also Sie sehen hier links einmal Hans Dietze, der eben das Konzept ausgearbeitet hat zur Neuordnung der Museen, und das Verdienst, dass das in 11 Monaten geschehen konnte, war vor allem das Verdienst vom Direktor Franz Martin Haberditzl und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Bruno Grimschitz. Denn es ist nicht nur das Museum eingerichtet worden, sondern es ist gleichzeitig auch ein Katalog mit Abbildungen von sämtlichen Exponaten herausgegeben worden. Also für die 20er Jahre eine durchaus luxuriöse Angelegenheit. Und später kam zu diesen beiden Herren noch Heinrich Schwarz hinzu, den Sie rechts im Bild sehen. Der hat dann eben bei der Erweiterung des Barockmuseums vor allem mitgewirkt und diese Erweiterung ist 1934 eröffnet worden. Natürlich für die ganzen Baumaßnahmen im unteren Belvedere, es waren ja erst 30 Jahre zuvor, sind die Ambrasser-Sammlungen weggebracht worden. Zwischenzeitlich hatte man Funde aus Ephesos im unteren Belvedere gelagert. Das heißt, da gab es schon etwas zu tun. Und da ist Camillo Castiglioni eingesprungen, ein Mäzen, der vor allem auf dem Finanzsektor zu großem Vermögen gekommen war und dem, wie Sie es lesen können, die damals in Zeiten der Inflation natürlich exorbitant scheinende Summe von 200 Millionen gestiftet hat, damals eben noch Kronen. Und davon sind 75 Millionen für die Einrichtung des Barockmuseums ausgegeben worden. Und darüber wurde auch genau Buch geführt, was damit gemacht wurde. Also wir haben da das markiert, also immer wieder Malerarbeiten, auch Wandbespannungen. Das hat sehr viel Geld verschlungen, natürlich eben aufgrund der Größe der Räume. Und dann eben sozusagen auch in der Mitte ist von Messerschmidt die Statue der Maria Theresia. Und die ist auch aus Laxenburg übernommen worden, gemeinsam mit der Statue von Kaiser Franz dem I. Stephan. Die beiden Statuen haben sich nämlich in Laxenburg in diesem Saal, wie Sie ihn unten sehen können, befunden. Und da muss man sagen, das ist zusammen mit Marmorstatuen aufgestellt worden. Und die Statue von der Maria Theresia war mit weißer Ölfarbe angestrichen worden, um sie an die Marmorstatuen anzugleichen. Und das wurde eben auch im Zuge der Überbringung nach Wien und ins Barockmuseum wurde die Figur entsprechend gereinigt, damit man eben sozusagen wieder das ursprüngliche Material, das Metall, also diese sehr hoch zinnhältige Legierung sehen kann. Und wenn Sie es heute bei uns in der Saale der Arena sehen, die beiden Figuren, dann ahnt man gar nicht, dass das eben also wirklich einmal mit einem Anstrich versehen war und auch wie gut dieser wieder entfernt werden konnte. Und auch diese Posten wurden dann sämtlich in die aufgenommen. Da habe ich nur markiert, also da gab es wieder eine große Folge von Malerarbeiten. Genau. Wandbespannung und da ist auch das Abdecken eben der Figur von Messerschmidt dezidiert vermerkt. Gut, Barockmuseum im unteren Belvedere. 1923 hat das noch nicht das ganze untere Belvedere umfasst. Ich habe es erwähnt, es waren die Funde aus Ephesos zu einem Teil hier ausgestellt und
die verblieben auch noch, ein Teil von denen verblieb auch noch im östlichen Teil des unteren Belvedere, also das, das, was hier eben so leicht rötlich markiert ist im Grundriss, während die grün markierten Teile eben bereits dem Barockmuseum zur Verfügung standen. Sie werden sich vielleicht auch noch erinnern, der Eingang zum Barockmuseum bis eben inklusive 2006 erfolgte ja über den Durchgang zum Garten, also da, wo eben der rot markierte Bereich ist. Nun war eben sozusagen ein alternativer Zugang notwendig, und wo eben dieser rote Pfeil befindlich ist, wurde eine Art Windfang vorgebaut, das heißt vom Garten aus war eben das Museum zugänglich, und so hat eben dieser Windfang ausgesehen. Sie stehen auch im Vergleich mit dem Herrn davor, dass das doch ein massiver Eingriff in die architektonische Gliederung war und dass man später eben auch sehr froh war, dieses Ungetüm mehr oder minder wieder beseitigen zu können. Ich mache jetzt eine Art Rundgang durch das Museum, wie es damals ausgesehen hat. Es war eben also hier vom Eingang her auf der einen Seite einmal ein Saal, der eben der Malerei um 1700 gewidmet war, mehr oder minder. Greife hier ab und zu Beispiele in Farbe heraus, also von Tamm, das Stillleben, haben Sie schon gesehen, und eben von Rottmeier, Tarquinius und Lucrezia, ein Werk, das eben auch aus der alten Kaiserlichen Galerie stammt. Dann der Eckraum, der Grotesken-Saal, der zu Zeiten des Barockmuseums bis zum Zweiten Weltkrieg wirklich vollgeräumt war. Sie sehen hier so diskret Tischvitrinen und Sie können es ein bisschen ausmachen. Links vorne bei dem Tisch, das war alles mit Medaillen aus der Sammlung des Münzkabinetts bestückt. Und also jeweils im Zentrum war eben eine Kleinplastik präsentiert. In dem Fall haben wir herausgegriffen von Merville einen Entwurf für ein Denkmal auf Katharina die Große, das allerdings nicht zur Ausführung gelangt ist. Die Marmorgalerie, heute leer, für einen sehr langen Zeitraum hat sie Arbeiten von Franz Xaver Messerschmidt beherbergt und insbesondere eben die Statuen von Maria Therese und ihrem Mann. Ebenso im Goldkabinett über sehr, sehr lange Zeit befand sich von Balthasar Bärmoser diese allegorische Gruppe auf den Prinzen Eugen, die sich heute in dem marmorierten Kabinett seitlich des Marmorsaals befindet. Und ein Detail: im Hintergrund neben den Spiegeln sehen Sie auf den Konsolen weiße Köpfe blitzen, und das sind Abgüsse nach Charakterköpfen von Franz Xaver Messerschmidt. Die wurden damals auch alle zusammen leihweise aus der Bundesmobilienverwaltung übernommen, und diese Konsolen waren einfach vorhanden und da hat man einfach die Köpfe hinaufgestellt. Das wurde dann 1934 bei der Neuaufstellung geändert, da hat man sich dann Vasen geleistet. Und ganz am Abschluss, das kleine Kabinett, ist einem den unserer Barocksammlung wichtigsten Künstler auch gewidmet worden, nämlich Franz Anton Malbertsch. Und dazu muss ich auch sagen, in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit der Zwischenkriegszeit, man hat sich besonders bemüht um Werke von Franz Anton Malbertsch, diese eben für das Museum zu erwerben. Es gibt auch eben sozusagen einen Hintergrund, die erste kunstwissenschaftliche Abhandlung war von Otto Benesch 1924, also 200 Jahre nach der Geburt von Malbertsch, und parallel dazu hat sich an der Österreichischen Galerie der Direktor Franz Martin Haber-Dietzel intensiv mit dem Schaffen von Malbertsch auseinandergesetzt, dadurch eben auch entsprechende Expertise erworben, und das merkt man eben sehr schön an der hohen Qualität der Ankäufe.
Ich habe eben herausgenommen, die Heilige Sippe jetzt schon in restauriertem Zustand, sehr viel farbintensiver, mache kurz Werbung, nächstes Jahr gibt es eine kleine Malpertsch-Ausstellung, dann können Sie das auch wieder so schön sehen. In die andere Richtung, einen Raum, wo Altarbilder präsentiert wurden, und zwar aus der Ulrichskirche, die sind heute wieder vor Ort. Die wurden aber damals im Vorfeld in einem Seitenraum gelagert entdeckt und so hat man dann eben diese Altarbilder ins Museum geholt. Ich meine, es sind auch zwei Bilder für den farbigen Eindruck. Entschuldigung, da war jetzt zu schnell. Da sind jetzt die beiden Altarbilder. Und dann eben der gelbe Saal, der Georg Raphael Donner gewidmet war, über einen sehr langen Zeitraum, nämlich wirklich also bis das Barockmuseum im unteren Belvedere aufgelöst wurde. Das kommt am Schluss noch einmal. Und mittlerweile auch Geschichte, der Donnerbrunnen, der sich eben über ein Jahrhundert mit einer Unterbrechung während der Wegbringung des Zweiten Weltkrieges im Marmorsaal befunden hat. Hier eben sozusagen auch noch ein farbiger Eindruck in Form eines Gemäldes. Dann eben sozusagen auch noch ein Skizzenkabinett, reichhaltig ausgestaltet, wieder eine Arbeit von Franz Anton Malpertsch. Dann ein Raum, sagen wir, das Gebet am Ölberg von Droger zwischen den beiden Türen ist Ihnen vielleicht bekannt. Es ist ein Werk, das bei uns in der Regel immer ausgestellt ist. Und dahinter das große Gemälde, und eben rechts davon ist das letzte Abendmahl aus dem Stift St. Paul im Lavantal. Also man hat eben damals auch aus den Stiften wertvolle Leihgaben bezogen. 1934 die Erweiterung. Wie gesagt, der Eingang dann vom Durchgang her. Hier wurde auch gleich etwas aufgestellt, was sich heute noch an dem Ort befindet, nämlich die Skulpturengruppe mit dem heiligen Nepomuk von Johann Jakob Scheu. Dann wiederum das Grotesken-Saal, wo Sie eben sehen, links der neue Zustand, eine größere Figur, die Venus von Benzing, die da eben dazugekommen ist mittlerweile. Also hat man Veränderungen vorgenommen. Und dann eben zwei weitere Kleinskulpturen, also Lunen, den Thymien von Johann Georg Dorfmeister und die andere Gruppe von Johann Martin Fischer. Und eben wie versprochen, man hatte dann im Goldkabinett die Köpfe von Messerschmidt, also die Abgüsse, gegen Vasen ausgetauscht, so wie auch heute das der Fall ist. Es ist damals auch etwas entscheidend gewesen, nämlich dass man nicht allein auf einem genuin, sind wir mit einem Fragezeichen zu bestücken, einem genuin österreichischen Barock hinterhergejagt ist, sondern dass einfach auch erkannt wurde, es muss um die Kunst des Barock in Österreich gehen. Das heißt, es bedingt eben auch Kunst, die von außen importiert ist oder in vielen Fällen eben auch Künstler, die sich hier aufgehalten haben. So wurde eben links für uns von Johannes de Cordua, einem niederländischen Künstler, der sich lang in Mitteleuropa, also auch im Gebiet des heutigen Tschechien aufgehalten hat, wurde für unser Museum erworben. Und dazu hat man dann auch noch eine Leihgabe aus dem Kunsthistorischen Museum von Jan Anton von der Baaren gehängt. Das ist einer jener Künstler, die mit Erzherzog Leopold Wilhelm nach Wien gelangt sind. Daneben also wirklich nach wie vor eine rege Ankaufspolitik, reicht eben von Kremserschmidt über Paul Droger bis eben auch zu sehr wichtigen Werken der Skulptur, in dem Fall die Mutter Gottes von Hans Spindler. Und dann eben das, was passiert ist, worüber die Kollegin Monika Meyer noch genauer sprechen wird, dass eben auch das untere Belvedere am Ende, also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, einen Schaden erlitten hat. Was sich davor schon alles ereignet hatte, möchte ich nicht vorgreifen. Und noch kurz eben davon sprechen, das Barockmuseum hat eben also bis zum Antritt der Ära von Agnes Husslein bestanden.
Sie sehen links oben wirklich diese beiden Messerschmidt-Figuren, die in der Marmorgalerie bis dahin gestanden sind. Dann eben den Saal mit den monumentalen Gemälden und unten eben wirklich dieser Donnersaal, der eben von den Anfängern des Barockmuseums her Bestand hatte. Das war eben schon so der kleine Ausblick Richtung 1938 und die Folgen. Und ich möchte an dieser Stelle eben übergeben und noch einmal jene vier Herren, die in der Frühzeit für das Museum, das Barockmuseum, sehr viel Verantwortung getragen haben, sehr viel geleistet haben, sozusagen die noch einmal in Erinnerung rufen. Denn letzten Endes sollte nur einer von diesen Vieren in Wien und eben auch am Belvedere bleiben dürfen. Ich würde vorschlagen, wenn Sie Fragen haben, dass wir das dann vielleicht im Anschluss gesammelt machen, wenn das geht, dass wir jetzt da einen fliegenden Wechsel vollziehen.